Hallo? Hey, wer ist da? Hallo, schönen guten Morgen. Spreche ich mit Rainer Winkler? Ja. Hier ist Demet Kocka. Hier ist Demet Kocka. Es geht um die Kapsel, um die Tropfen Okulär. Sie haben gestern darüber mit meinem Kollegen eigentlich schon telefoniert. Ja, da war die Verbindung so Ja. schlecht. Ich habe den gar nicht verstanden, den Mann. Ach so, okay. Das sind die Tropfen für die Augen, aber zum Essen. Ja? Was, ich soll meine Augen essen? Nein, das Okulär, das sind Tropfen, hilft für die, behilflich für die Augen, aber nimmt man mit dem Essen ein. Also mit dem Wasser natürlich. So, jetzt nochmal. Das sind Tropfen, die muss ich aber essen und die helfen dann den Augen, aber die sind aus Wasser, ja? Ja, genau. Ja, genau, das sind die Tropfen. Aha. Muss man 20 Tropfen im 100 Milliliter Wasser auflösen und vor dem Essen trinken. Ah, Und das ist okay. aber für die Augen, genau. Und Das Wasser darüber ist für haben wir die eigentlich Augen. schon mit. Ja, Wasser mit diesen Tropfen, okulär. Ja, und ist da natürliches H2O mit drinnen? Ja? Genau. Super. Ja, genau. Will keine Chemie haben. Wie bitte? Ich möchte keine Chemie haben, Blärt. Ja, genau. Das sind nur pflanzliche, das besteht nur aus pflanzlichen Komponenten. Aus Plankton? Pflanzlichen Komponenten. Was Na heißt Naturprodukt. Naturprodukt? Das ist sehr gut. Weil Ja, will ich genau. kein Monsanto oder so bei mir im Essen haben. Und auch nicht in meinen Augen. Ah. Sonst wachsen da noch Kartoffeln und Ja. Karotten. Okay. Oh, heute ist ein schöner So. Tag. Musst du Sonntag arbeiten, Devoschka? Was ist da los? Ist Sonntagmorgen. Ja, genau. Ich guck gerade auf die Uhr, ich bin ganz erschrocken. Ich habe gedacht, mein Bäcker ruft an, Naja, dass sehe mein ich doch. Ofenkäse fertig ist. Nein. Also das freut mich, dass Sie gut gelaunt sind. Ja klar, warum soll ich denn weinen? Ist Sonntag, ich habe frei heute. Ja, perfekt. Ich aber nicht. Warum nicht? Was soll das? Kannst du nicht am Sonntag früh arbeiten? Mittwoch und Donnerstag habe ich frei. Mittwoch und Donnerstag. Da würde ich mich aber voll Genau. beschweren. Nee, mehr, also das damit bin ich zufrieden. Gibt das Sonntagszuschläge? Gutes? Naja, eigentlich Sonntag arbeiten wir 10 Uhr, sonst ab 8 Uhr. Also ganz schön heftig, ne? Ja, schon. Ja, tut mir echt leid. Nee, warum? Wie ich Naja, gesagt habe, ich ich würde bin am Sonntag lieber ganz schlafen. zufrieden. Ja, da kann ich Mittwoch und Donnerstag schlafen. Ach Wo so. andere arbeiten. Ja, ist doch aber scheiße, da kannst du kein Party machen, kannst nicht in die Disco gehen, nicht mit anderen Freunden los, weil alle arbeiten sind. Ja, vielleicht, aber nach der Arbeit kann ich ja doch machen. Also wenn ich arbeiten will, bin, muss ich danach, kann ich keine Party mehr machen. Nee, ich kann. Also ich arbeite nur bis 6 Uhr, nicht bis 10 Uhr. Ah, Nachtschicht oder was? Nee. Na doch. Das ist dann Eigentlich 18 Uhr, da musst arbeite du ich bis. 18 Uhr sagen, nicht 6 Uhr, das versteht doch keiner. Ja, 18 Uhr. Sag mal, von wo rufst du an? Aus Baden-Baden. Aus Baden-Baden, wo denn da? Also das. Also bisschen weiter vom Schwarzwald sozusagen. Ja, wo Wattenscheid ist denn? der nächste Stadt. Schwarzwald, meinen Sie? Ja, der Schwarzwald ist tausende Kilometer groß. Ja, genau. Ja, und wo ist eure Firma? Todmoos. Ich arbeite von zu Hause. Von zu Hause. Alles aber schön. Ja. Weißt du, ich komme aus Rastatt, Beleert. Wo ist es? Willst du mich gerade verarschen? Das ist die nächstgrößte Kreisstadt. Und du sagst mir, du bist aus Baden-Baden und kennst Rastatt nicht? Nee, ich wohne nicht, also nicht so lange in Deutschland. Ah, wo kommst du her, Devoschka? Wie bitte? Wo kommst du her? Fragezeichen.
Ja, das da also am Ende habe ich noch ein Wort gehört, also das deswegen habe ich nochmal nachgefragt. In dem Fall, ich komme also mein aus der Türkei. Ah, sehr schönes Land. Ja. Und jetzt wohnst du in Deutschland oder was? Ja. Das ist schön. Ausbildung. Ausbildung bei Health Sesda oder was? Aber Ausbildung geht doch nicht im Homeoffice, da hat dein Ausbilder kann ja gar nicht die Aufsichtspflicht erfüllen. Das ist Nebenjob. Ah, verstehe. Hotel ist auch anstrengender Job, oder? Das wäre gar nicht frei, was soll das? Wie bitte nochmal? Na, erst arbeitest du bei Hotel, dann arbeitest du bei Telefon und musst auch mal ein bisschen Party machen und ein bisschen Party und so. Nee. Wie, nee? Kein Party. Warum nicht? Einfach so? Ich zeig dir mal das badische Nachtleben. Wir fahren mal rüber nach Bayern, da gibt's in Emskirchen gibt's eine richtig geile Disco. Okay. Ja? Wann hast du Feierabend? Wie ich geweckt habe, 18 Uhr. Also du musst jetzt bis 18 Uhr arbeiten. Mhm. Und morgen dann frei, oder was? Nee, morgen auch. Ja, guck mal, dann fahren wir nachher nach Emskirchen drüber. Hast du Bock? Ich will heute ein bisschen Party machen. Nee, ich mag keine Party. Aber da kannst du mir den Medikamente gleich mitbringen, dann sind meine Augen besser. Nee, das die Medikamente, also das sind auch keine Medikamente, in dem Fall Vitamine sozusagen, ja. Und die sind nicht bei mir zu Hause. Das muss ich bei der Firma bestellen und dann die liefern. Wo sitzt denn die Firma? In Baden-Baden. Wo denn da? Ich bin in Baden-Baden aufgewachsen. In Baden, das weiß ich nicht. Also Baden-Baden steht Frankfurt, in Österreich auch, in der Schweiz auch und sogar in ganz Europa sind. Ich google jetzt einfach mal. Health Sesda Baden-Baden. Ja, kommt ja dann bestimmt. Ja. Nö, überhaupt nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich habe eigentlich angerufen, weil wir, Sie haben gesagt, dass Sie meinen Kollegen falsch, also fast nicht gehört, oder? Ja, da war immer so immer in der Leitung. Ich habe ihn überhaupt nicht versprochen. Ich glaube, mich hören Sie jetzt gut. Ja, total perfekt. Weißt du, ich glaube, habe auch irgendwie so von der Stimme und so, ich glaube, das war ein Kollege aus Indien, hat der angerufen. Oder zumindest ein indischer Kollege. Hat das überhaupt nicht verstanden, was der wollte. Ich habe ihm dann meinen indischen Kumpel gegeben. Weißt du, wir haben hier so kleine WG, aber die haben sich auch nicht verstanden. Also vielleicht war Pakistani, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Kann sein. Ja, wie komme ich jetzt an den guten Stoff ran? Weißt du, ich muss mal wieder gucken. Weißt du, ich hab Augen wie ein Maulwurf. Das geht so echt nicht weiter. Mhm. Ja, also ich habe eigentlich Sie angerufen mit heutigem Sonderangebot anbieten. In dem Fall, die kosten heute für vier Flaschen 110 Euro. Vier Flaschen? Also das ist vier Flaschen, ja, oder sechs Flaschen, das bieten wir eigentlich co-mäßig an. Was für ein Ding? Der Hersteller bietet diesen Produkt co-mäßig an. Entweder vier Flaschen, die für anderthalb Monate ausreichen. Was heißt co-mäßig? Ich kenne das Wort nicht, ich bin ja auch Ausländer. Kurmäßig. Eine Kur. Ach, Kur! Ja, das passt ja. In Baden-Baden gibt es ja ein Kurhaus, Blöd. Ah, nee, das wusste ich auch nicht. Das Ding, guck mal, dann gehen wir heute zum Kurhaus, da kannst du Casino spielen. Magst du Casino? Nein. Was magst du überhaupt? Du magst gar nichts. Nein, lerne nur. Lernen? Ja, dann zeige dir Kultur von Baden-Baden. Das ist sehr wichtig, wenn du hier wohnst. Weißt du, es gibt ja nur zwei Arten von Menschen, da musst du aufpassen. Weißt du, hier rennen auch viele Schwaben rum. Und wir sagen hier unten immer, es gibt nur zwei Arten von Menschen, badisch und unsympathisch. Und du wirst wahrscheinlich so zwei, drei Jahre brauchen, um rauszukriegen, was das bedeutet. Aber grundsätzlich, wenn da so einer rumrennt, der jeden Cent zählt, obwohl er im Anzug rumrennt, dann ist das ein Schwab. Und dann solltest du gucken, dass dir nicht die Schuhe und die Handtasche klaut. Mhm. Verstehst du das? Das ist ganz wichtig. Ja.
Weil ich will ja nicht, dass ein neues Kollege, eine neue Schwester hier, dass die das Geld gestohlen bekommt, weißt du das? Ja, gut. Ist ja nicht ganz so cool. So, sag mir, wie komme ich jetzt an das Zeug dran? Was, die, wenn sie das bestellen, sie bekommen das in 5-6 Werktagen und sie können auch gleich dem Lieferanten in bar bezahlen oder von der Post abholen und da bezahlen. Wenn sie nicht zu Hause sind. Ich bin eigentlich immer zu Hause. Ich bin selbstständiger Schichtarbeiter. Ah, gut. In dem Fall, ja. Denn, sie bezahlen, wenn sie die Ware in der Hand haben, in dem Fall. Das ist gut. Ich habe ihn immer in der Hand. Ach, ich bin so erkältet. Ey, habt ihr auch was gegen Husten und Schnupfen? In der Apotheke können sie das kaufen, oder? Nee, da muss ich ja vor die Tür gehen. Das geht ja nicht. Ich muss ja auf Anrufe warten. Also ich habe schon mit selbstgemachtem Spitzwegerichsaft probiert und mit allen möglichen Teegeschichten, aber sowohl intravenös als auch rektal, das funktioniert einfach nicht. Okay. Kann man nicht von der Apotheke das mit Lieferung bestellen? Nein, der Typ stinkt, der immer kommt. Den will ich hier nicht haben. Der duscht sich immer mit ganz komischen Sachen. Okay. Das ist echt nicht schön mit dem, weißt du. Wann kommt das Zeug? Sag mir. Devoschka? Hallo? Jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Jetzt hat sie aufgelegt. Verdammte Scheiße.